Mose, als kleines Kind im Nil ausgesetzt. Im Palast des Pharaos aufgewachsen. Doch dann als Mörder in die Wüste geflohen. In der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach: Ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen. Ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen, trotz seines Versagens, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm, aufgebrochen auf dem Weg der Verheißung. Mose, aufgebrochen trotz Abgründen. Aufbruch. Wenn wir das Wort in dieser Serie oft brauchen, meinen wir nicht zuerst und vor allem irgendwann ein geistlicher Aufbruch. Irgendwann, irgendwo, bei irgendjemandem. So, wah! So, wir meinen den Alltag. Das Aufbrechen, das ist dann, wenn ich entweder mit dem linken oder mit dem rechten Bein zum Bett ausgehe. Den Aufbruch meinen wir. Dann, wenn ich einsteige in den Alltag. Dann, wenn ich plötzlich an einer Melone begegne oder an einer Gurke oder Böllen, Zippeln, Zwiebeln, wie immer du dem sagst, oder den Lauchstängel oder Garlic, wie heisst es? Knobli, sorry. Oder Fisch. Ganz bescheiden, weil das kann ich nicht da. Das ist einfach Heringfilet in Tomatensauce. Und genau diese Gegenstände begegnen uns im Bibeltext von heute. Das meinen wir. Der Alltag, der ganz normale, der ganz übliche. Das Gestern, das Heute, Mandy, Dienstag, Mittwoch, was immer du bist, machst, laufst, gehst, stehst, isst, dich ärgerst, dich freust, denkst, es längt, nein, es längt nicht. Was immer nicht längt. Oder vielleicht doch längt. Oder knapp längt. Letzten Sonntag, der Martin Hof, zusammenfassend die Aussage gemacht, bei dem Aufbruch ist es plötzlich um zwei ganz, ganz, ganz elementare Aussagen gegangen. Da sagt doch Gott, ich bin mit euch und ich versorge euch. Ja, bisschen gut. Für einen Aufbruch brauchst du schon ein bisschen mehr. Geheimnis. In jedem Aufbruch als geistlicher Aufbruch in der Gesellschaft, als Kirche. Geheimnis besteht vor allem darin, dass ich merke, das Erste, das Grundlegendste, fasse ich wieder, packe ich wieder. Wir kranken nicht an Blättchen, die noch ein bisschen ründer oder zackiger oder röter oder grüner oder noch grüner oder hellgrüner oder dunkelgrüner oder anders grün können sein, sondern an der Wurzel, ganz unten, ganz an der Basis. Ich bin mit euch, ich versorge euch. Und jetzt begleiten wir das Volk, das in Ägypten 400 Jahre gefangen war, das Volk Israel, ein bisschen auf dem Weg. Das ein kleiner Überblick, oben noch das Mittelmeer, da haben wir die zwei Arme, das Rote Meer, dazwischen die Wüste Sinai. Und ein bisschen rechts geht es da über die Wüste Negev. Ja, die Wüste in vielen Wochen schon erlebt, durchschwitzt, durchlitten, durchkämpft. Also, sie sind ausgezogen aus dem Ägypten. Nach diesen 10 Plagen, heute würde man dem Sanktionen sagen, nach diesen 10 schwierigen Sachen, sie stehen vor dem Schilfmeer. Wahrscheinlich war es eine gewisse Enge gesehen,
eine gewisse Untiefe, aber ganz viel Wasserschilf, wie kommt man da durch? Tatsächlich, durch ein Wunder Gottes sind sie durchgekommen. Sie gehen Richtung Süden, sie kommen in Elim an. Schwierige Situation, grosse Herausforderung. Sie kommen von Gott eine besondere Versorgung über in dem Manna. Was ist Manna? Manna, wenn du Manna sagst, kannst du eigentlich schon Hebräisch. Hebräisch heisst es Manhu. Sie haben das gesehen, das sind wie Körnchen, kleine Körner, die man können mahlen, wo man können Fladenbrot daraus machen. Man hat ganz verschiedene, auch backen, kochen und. Ich würde nicht sagen, oder eine Variante probieren, das ist von dem Baum der Harz. Ich würde es nicht natürlich probieren zu erklären, das scheitert fast immer. Gott kann auch mal ein spezielles neues Korn kreieren. Und jetzt haben sie das gesehen und haben gesagt, Manhu, heisst auf Deutsch, was ist das? Also Manna heisst eigentlich immer, was ist das? Das was ist das ist wieder da. Wir haben, was gibt es heute zum Mittagessen, was ist das? Manna, das ist Manna gewesen. Das haben sie genau an dem Punkt in Elim als Geschenk von oben bekommen. Sie ziehen weiter. Sie kommen zu dem Horeb oder Sinai-Berg. Fantastisch, du musst am Morgen um 4 Uhr anfangen, aufsteigen und bist um 6 Uhr beim Sonnenaufgang oben. Grossartiges Erlebnis. Da sind sie jetzt. Da kommt das mit den Gesetzestafeln, Gott zeigt sich nochmal neu, da kommt aber auch die Tragik mit dem Anbeten vom guldigen Kalb, weil sie drücken, ja, der Mose, was macht er da oben, das geht viel zu lang, wir schauen, dass wir ein bisschen anders über die Runde kommen. Von da geht es weiter. Und genau an dem Punkt, nach 3 Tagen Reise, kommt 4. Mose, Kapitel 11. Ich lese aus noch 4. Mose 10, der Vers 33. Die Israeliten brachen von Berg Horeb oder Berg Sinai auf und zogen 3 Tage Reisen lang durch die Wüste. Dort sind wir jetzt. Kapitel 11. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen zu motzen, also der Stock klagen. Und an dem Punkt sind wir heute. An dieser Stelle, an dieser Passage, wo das schwierig wird. Und wir werden tief reingehen in diesen Text. Er begleitet mich jetzt schon seit einigen Wochen. Der Peter Brütsch hatte ein Lied in der Architektur dieser Serie. Wir haben es miteinander besprochen. Und ich habe schon länger gewusst, der Text kommt und da kommen Melonen vor und Gurken und natürlich Fisch. Super. Aber wie gewaltig der Text ist, habe ich erst in den letzten 1-2 Wochen verstanden. Wieder bin ich fasziniert am Wort Gottes. Was für ein Einblick in die Krise in der Wüste. Wohlverstanden, es gibt Grund, da aussen schwierig zu tun. Es ist nicht immer einfach. Und viele, die mit mir in der Wüste waren, vor allem in Negev und Judäa, wissen, das ist schon noch heavy und gleich faszinierend. Ich habe dort aussen zum Beispiel erlebt, was es heisst, wenn das Wasser ausgeht in einer Reise schon ganz früher. Und ich weiss heute noch, es ist unvergesslich, wie wir eine Flasche ganz warmes Wasser einander noch verteilt haben. Und niemand hat irgendwie Aufstand gemacht, wo es warm ist. Einfach Wasser. Wasser. Ich weiss, was es heisst, wenn man sich da aussen verläuft. Ich habe immer der Gruppe gesagt, nur Sichtkontakt vom Lager, vom Camp weg. Ja, nicht weiter. Und das macht der Glon, geht weiter. Ganz allein. Und dann sieht alles gleich aus. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ist Norden, Süden, Westen, Osten. Die Wüste ist eine Herausforderung. Und das Bild braucht Gott ständig fürs Leben, wo eine Herausforderung ist. Dein Melonenalltag, dein Knoblauchalltag, dein Böllenalltag, wie meine. Und da setzt der Text an. Und da machen sie Aufstand. Da sagen sie, jetzt wird es schwierig. 2. Mose 11, 4 bis 6. Da fingen die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen,
Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Sorry für alle Vegetarier, das steht jetzt einfach da so. Weiter. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manhu, Manna. Wir bleiben bei dem Text stehen. Wir denken an Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das. Ich werde später im zweiten Teil zwei Hilfen anbieten. Aber selbst die Analyse, selbst die tiefe Analyse von dem, was hier passiert, von dieser Krise, beinhaltet schon ganz viel Hilfe. Hilfe ist es oft schon, wenn ich verstehe, was passiert. Hilfe ist oft schon, wenn ich verstehe, was ist jetzt passiert letzte Woche bei mir, wo ich einen Bauer geschumpfen habe. Weil wir sie am Laufen gesehen und der Hund kommt uns packen. Da habe ich ein bisschen laut gerufen, bis der Bauer rausgekommen ist. Und so im Nachhinein auch reflektieren, was ist mit dir passiert? Was läuft da ab? Und genau so da. Schau, in der Krise inne, achte darauf, was es dir denkt. Das sind oft Muster, Automatismen, Gewohnheiten, Denkmuster. Was denkt es dir? Ihnen denkt es nur noch Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Wir sehen nichts als das. Denn unsere Augen sehen nichts als das, was wir nicht haben. Das ist ja das Verrückte an dem Text. Die sehen nichts anderes. Das Manna merken sie gar nicht mehr. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Das sehen sie, aber all das, was sie nicht haben, starren sie an. Was denkt ihr? Acht darauf, ganz schnell ist in dem Denken in mehr arme Tröpfe. Ich arme. Ich habe weder Fisch, noch Gurken, noch Melonen, noch Knoblauch, noch nicht einmal Würze. Also ganz schnell merkst du Selbstmitleid, das Untertreiben, das Übertreiben. Unsere Seele ist matt. Fantastische Übersetzung. Da ist keine Farbe mehr drin. Matt. Und warum finde ich es eben auch so spannend, die Texte? Die sind dermaßen fadengrad, die sind rein tiefenpsychologisch so spannend, dass sie das alles beschreiben, auch psychosomatisch. Wir haben nur noch das gesehen. Sie sehen nur noch das, was sie nicht haben und wetten, aber nicht überkommen und ganz arme sind. Und jetzt macht das etwas. Jetzt fängt das Nervensystem langsam an, überfordert zu sein. Es verkrampft sich. Du spürst. Aber das geht noch viel weiter. Acht aufs nächste Detail. Wir denken an die Fische, die in Ägypten umsonst aßen. Gurken haben wir auch umsonst gehabt. Melonen auch, Lauch auch, Zwiebeln auch, Knoblauch auch gerade. Das heisst, sie blenden die Dramatik in Ägypten komplett aus. Leute, das war 400 Jahre Unterdrückung. Und wo sie schwierig da haben, ist es gerade erst recht schwierig geworden. Wenn man das liest, in diesen Texten, vor allem 2. Mose, so ab Kapitel 15, die Unterdrückung, die Plage, der Preis, den sie gezahlt haben, über Generationen. Was passiert jetzt? Das haben wir dort im Fall umsonst gehabt. Das heisst, wir blenden plötzlich ganz vieles aus. Ganz Wichtiges aus. Wir vergessen, wir idealisieren, wir übertreiben, wir füttern uns selber mit einem neuen Wort, das wir in den letzten 2-3 Jahren gelernt haben, Fake News. Also,
wir füttern uns selber mit denen. Haben wir im Fall umsonst gehabt? Überhaupt nicht. Der Preis war gigantisch hoch. Und die sind eng durch, schwierig durch, mühsam durch. Ich weiss nicht, was deine Melonen sind und deine Lauchstängel. Die Menschen, das habe ich nicht und das habe ich auch nicht und das habe ich auch nicht. Und ich will aber das. Vielleicht sind es andere Nachbarn. Ja, mein Nachbar ist wirklich ein Lauchstängel. Vielleicht sind es Kinder, die älter geworden sind. Und nicht mehr einfach bei dir als Mami am Muttertag das Sträusli heimbringen von der Wiese. Es kann sogar sein im Fall, dass sie das vergessen hat. Ich habe meine jetzt noch kein SMS geschrieben als Mann. Das machen wir manchmal. Und dann plötzlich merkst du, bei mir, also nicht, dass ich baue Mutter. Und es wäre auch richtig, wenn das heute käme, das Signal. Aber schau, der Alltag ist der oft so dicht und verschieden und anders. Und wir können uns ganz schnell verheddern in diesen Böllen rein. Was ist es? Sie haben völlig idealisiert gesagt, haben wir umsonst gehabt? Und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr Schlaues. Wir gehen weiter. Das war das Volk bis jetzt. Jetzt kommt Mose. Als Mann Gottes, wenn man noch Hebräer 11 liest, wenn er dargestellt wird, rückblendend im Neuen Testament. Wow, das ist der Mose. Das ist Originaltext, Mose. Warum? Hey, Herrgott, was soll das? Das ist in dem Text drin. Warum tust du Gott mir das an? Fragte Mose dann. Ich bin zwar dein Diener, ich mache deinen Job schon, aber warum, nochmal warum, musst du mir die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Jetzt sind wir wieder beim Selbstmitleid. Gott, weiter. Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich denn im Fall Muttertag? Achtet, wenn er spielt mit dem Herrgott. Hey. Habe ich sie zur Welt gebracht? Auch die Offenheit, die die Bibel schildert, die Transparenz, die Direktheit. Das können gerade meine Worte sein. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Herrgott, was soll das? Wie kannst du nur, ich bin's nicht. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspare mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Fade grad und tatsch und Herrgott, jetzt hast du ein Problem. Und die Bibel lässt so Texte zu. Beschreibt das. Beschreibt, wie es Mose gegangen ist. Zuerst der Absturz vom Volk. Jetzt der innere Absturz vom Mose. Achtung, die innere Diskussion, die läuft. Die läuft weiter. Die innere Diskussion hast du nur eine Chance, wenn du es selber unterbrichst. Ich weiss, wir können uns ablenken und das braucht es manchmal als Starthilfe. Aber das redet weiter, denkt weiter, tut weiter. Du kannst die grossartigste Ferien machen, wenn es weiter denkt und tut. Und du nicht sagst, halt, stopp! Was passiert da? Was sind die Facts? Acht auf die Spirale bis zum Suizidalen bei Mose. Und Leute, ich ahne, die Zeiten werden schwieriger. Ich ahne,
dass das Wort Zeitenwende richtig platziert ist in unseren Tagen. Ich ahne, dass es uns enorm noch wird herausfordern, wenn die Regale plötzlich leerer werden. Ich ahne, dass wir dringend lernen müssen, bevor wir dann mit den Lauchstängeln vor den Regalen über den Grind runterziehen. Der Text ist so stark, dass er uns fadengrad lässt, hier hineinschauen, beim Mose und beim Volk. Wir gehen richtig Hilfen. Alles in dem Kapitel 11. Erste Hilfe. 70 zusätzliche Personen soll er suchen, die mittragen. Das heisst, Verantwortung aufteilen. Aber Achtung, wenn man das weiter liest, ich tue jetzt nicht gross den Text lesen, merken wir, das geht nicht nur um, mehr die Arbeit verteilen auf mehr Leute, sondern dass er nicht so alleine bleibt. Die Wüstenreise alleine, da gibt es auch Gott sei Dank Oasen, aber die Wüstenreise alleine ist so gefährlich, weil sie uns ständig idealisiert, wie wir es vorhin gelernt haben, weil sie uns ständig denkt, wie die Diskussionen weiterlaufen, die laufen automatisch, schon nur das darüber reden, das aussprechen. Meine Frau ist da drin Spezialistin, weil sie jemanden muss ablösen, wenn ich sage, du, ich kann mit dem im Moment nicht alleine bleiben. Können wir über das reden? Ich brauche es gegenüber. Das ist da zuerst und vor allem die erste Hilfe. Jemand jetzt mal so formuliert. Das am besten geölte Räderwerk ist das Räderwerk der Selbstlügen. Das läuft unheimlich gut. Das sind wir auch geübt. Stimmt das, was mich jetzt aufregt? Warum regt es mich auf? Warum bin ich verrückt? Die einen laut und die anderen, das kann ich auch recht gut, still. Ich gebe nichts mehr. Erste Hilfe in dem Text, Mose, stopp. Komm aus dieser Isolation raus. Mose, stopp. Such 70 Personen. Die müssen ein breites Team haben. Und dann merken wir, wie es auch darum geht, wie sie einander auch geistlich helfen, in Austausch kommen. Der Mose muss aus dieser Sackgasse, aus dieser Spirale ausbrechen. Und oft ist das erst wichtigste Punkt, sonst drüllt es weiter. Das ist so saugut geölt. Und weißt du, du hast genügend Argument. Das stimmt wirklich, dass die Melonen gefällt haben da draussen. Das ist wirklich so. Einfach im Moment. Ich meine, sie haben eigentlich die Verheißung gehabt, in ein Land zu ziehen, wo Milch und Honig fließt. Und wer schon mal in Israel war, weiß, was das wirklich ist. Das fließt wirklich. Alles weg. Nicht mehr auf dem Radar. Keine Sicht mehr für das. Sondern ich will das jetzt hier. Also, eigentlich ist das Ganze so da gelaufen. Das ist auch nicht richtig, aber das kommt ganz schnell. So. Am 2. Juni habe ich so eine Grafik gezeigt, schon zum Thema Mose, wie es da Höchs und Tiefs gegeben hat. Das war bei Mose so gewesen. Das war beim Volk Israel so gewesen. Das Problem, sie haben im Moment nur das da gesehen. Und das. Der Durchbruch, Durchzug, das Rote Meer ist völlig weg gewesen. Also such mit anderen zusammen das grosse Bild. Hey, was ist es denn? Was ist auch noch gewesen? Ah, das ist ja das mit Pharao gewesen.
Ah, das war mit Manna, das war mit Durchzug durchs Schilfmeer. Sonst bleibt dir nur noch der kleine Blick, der Röhrenblick. Und das Verrückte ist, du wirst ganz schnell Leute haben, die dir sagen, stimmt, du bist die Ärmste, der Ärmste, jawohl, das geht nicht, überhaupt, du hast ganz recht. Man nennt das auch Volkstümlichkeit. Also, Achtung, was ist das grosse Bild? Was ist da passiert? Was ist da oben passiert? Was ist da passiert? Wie ist das gewesen? Nächste Hilfe. Zweite Hilfe. Ich lese dazu aus 4. Mose 11 ab Vers 18b. Morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Aha. Also der Herr geht auf das ein. Er hat euer Gejammer gehört, mit dem ihr ihm in den Ohren liegt. Er weiß, dass ihr Fleisch essen wollt und am liebsten wieder in Ägypten wäret. Nun, morgen werdet ihr Fleisch bekommen. Und das nicht nur ein, zwei, drei Tage lang, auch nicht 5 oder 10 oder 20, nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt. Und es steht in all diesen Texten, heraushängt und ihr euch davor ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch wohnt, verachtet, ihm bittere Vorwürfe gemacht, weil er euch aus Ägypten befreit hat. Achtet auf die Feinheit. Mit all dem Vorwurf, Gott, warum? Gott, was soll das? Warum ich? Warum du? Warum machst du nicht? Ist letztlich so ein Affront. Dass Gott sagt, die haben nicht einmal, die sehen nicht einmal mehr, was wir gemacht haben. Die merken gar nicht mehr, wo wir durch sind und wie ich geholfen habe. Ich probiere das so darzustellen. Ich zeichne hier so ein paar Markierungen. Hier unten auch noch ein paar Markierungen. Jetzt gibt es zwei Parkour. Der eine ist hier oben, der andere hier unten. Die eine Variante sieht ungefähr so aus. Vieles könnte idealer laufen. Vieles könnte geordneter laufen. Vieles könnte gerade laufen. Eigentlich hätten die ganze Geschichte, der Auszug aus Ägypten, eigentlich im Mittelmeer nachher können laufen. Und sind 40 Jahre in dieser Wüste gewesen, wo Gott mit ihnen turnet und geübt und geübt und nochmal angelassen und wieder und überhaupt. Und das führt nachher oft zu solchen Umständen. Das heisst, manches bei mir, bei dir, hängt nicht einfach nur mit dem Herrn zusammen, weil er jetzt so knauserig ist und keine Ahnung hat von so Blechdosen, sondern wo geht es darum, dass ich früher Stopp mache? Früher sage, halt, was denkt es mir? Was regst du auf? Warum regst du auf? Könnte es nicht sein, dass Aufbruch heisst, danke Jesus. Danke Jesus. Und vor allem auf unserer Insel Schweiz, danke Jesus. Danke Jesus. Ganz simpel. Wenn ich am Morgen aufstehe, und mir nicht schon x solche Pflöcke stellen, sondern danke für den Tag. Danke, dass ich bei habe. Danke, dass ich mich bewegen kann. Oder danke, dass ich eine Gehhilfe habe. Danke für das, was ich habe. Im Begleiten von unseren Enkeln sind wir, meine Frau und ich, enorm am Lernen. Wir haben kürzlich den ganzen Tag mit der Joyce verbracht. Ein ganz kleines Mädchen. Das ist so ganz erste Züge vom Lernen, Reden.
Aber sobald jemand zwitschert, ein Vögel, sobald ein Flüger, oh! Sobald ein Ameisen, Und das ist die Welt. Das Ameisen, das Vögel, der Flüger. Die weiss nichts, Schwester Mama. Grossartig. Aufbruch heisst auch im Glauben kindlicher, direkter. Wir sind diesen Tag mit der Joyce in Blättli gezogen. Geheimtipp, Frauenfeld. Und wir begegnen einer anderen Mutter, auch mit einem Kind. Und sie sagt uns, die Kleine ist überall am Bestaunen. Sie bestaunt, was für uns schon längst so normal ist. Das ist mir ihnen. Lernen vom Kind. Was darfst du danken? Und was hast du heute im Teller? Und musst nicht nur das Dankgebet sprechen, sondern du darfst danken. Merci, Jesus. Merci, Mami. Merci, Papi, wenn der Papi gekocht hat. Und so gibt Gott Fleisch. Er gibt Fleisch in Form von Wachteln. Wachteln, das ist so ein kleines Bulli. In der Wüste habe ich schon oft Wachteln gesehen, die kommen manchmal ganze Schwärme. Und fliegen oft tief über den Boden. Und dort kannst du die vor. Wachteln und die kommen, aber es geht jetzt um Vers 23. Nachdem Gott sie so versorgt hat, kommt der Vers 23. Jetzt redet Gott. Wir sind immer noch bei der zweiten Hilfe. Und fast alle Hilfe in einer Frage zusammen. Interessant, dass er eine Frage stellt. Ist denn der Arm Gottes zu kurz? Punkt. Weißt du, wie ich Fragezeichen? Aufbruch heisst, das ganz Elementare wieder zu nehmen. Nach all dem Versorgen und sagen, okay, ich gebe euch, also die werden am Schluss die Wachtel da oben haben. Aber das ist ein neues Problem. Also. Sagt er, dann fragt er, hey, ist denn mein Arm zu kurz? Rhetorisch gefragt, weil die Antwort ist eigentlich klar. Die Antwort ist klar, weil sie ja all das erlebt haben. Ist denn der Arm zu kurz, heisst, denke zurück ans Schilfmeer. Und wie wir dort durchgekommen sind, hinter den Ägyptern, viel besser gerüstet, viel besser unterwegs. Und der so klein da als irgendwie unterwegs. Und sie ist gegangen. Hey, ist denn Gottes Arm zu kurz? Denke zurück an das und an Sepp. Und so werde ich schliessen. Lass dich fragen, ist Gottes Arm denn zu kurz? Weißt du, es kann sein, dass du einfach tatsächlich nicht das bekommst oder ich, was ich will. Das ist möglich. Er hat mir auch die Bulle nicht gegeben draussen. Und das ist im Moment auch nicht dran gewesen, dass es gibt schon Interessantes da draussen. Also, Gottes Arm ist nicht eher schlank genug und er meint es gut und versorgt und top. Wenn du alles so hast, was du immer gehabt hast, und es ist Kunst und die Feinheit von deinem und meinem Alltag, danke Jesus für das Rüebli. Ist zwar ein bisschen angefühlt, aber das können wir schälen. Danke für meinen Mann. Das ist der grosse Gump vom Rüebli. Danke für meine Frau. Dank für meinen Partner, dank für meine Kinder, dank für den Nachbar. Danke, Jesus.
danke für diese Hoffnung. Ich kann nicht mehr 4-5 Stunden laufen, aber eine Stunde. Danke für das Wunder von einer Brille, von einem Hörgerät. Für das Wunder, gerade jetzt, gerade da. Wir bleiben in der Stille. Jedes ihr selber vor ihm, vor Jesus. Wir bleiben im Moment dort. Und Jesus, so wollen wir auch bekennen, den Undank. Wir wollen vieles, was jetzt nicht dran ist. Trotzdem ist deine Arm nicht zu kurz. Wir bekennen viel Selbstmitleid. Und du siehst, wie schnell wir übertreiben und treiben und auf all das hören, was uns das gerade noch bestätigt. Und am Schluss sind wir überrascht, dass die Psyche matt ist, dünn ist. Da sind wir. Dank für dein Wort. Dank für Seelsorge bei dir. Dank für Stille bei dir. Dank für die riesigen Ressourcen aus deinem Wort, aus dem Glauben.